Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Angezockt. Wir wollen ja Ares Simple Story zocken. Das ist damals schon ziemlich heiß. Ich mag ja auch so Spiele wie Flower und Flow und so. Das soll ganz süß sein. Ah, Piccolo. Die haben auch das mit dem kleinen Viech gemacht, was wir schon gespielt haben, was da so leuchtet. Ich muss einfach. Sieht schon süß aus. Ja, diese kleineren Spiele, die sind meistens nicht so die Grafikbomben, seht ihr ja. Aber die sind sehr emotional teilweise. Story eigentlich fast immer, wenn dann bei den kleineren super mäßig, ey. Selbst hier und die von Pokito, hier, von denen das ist. Die haben ja öfters schon geile Spiele gemacht, die wir angezockt haben. Halt nicht immer mit AAA-Grafik und so, aber packende, kleine, süße Spiele. Okay, ich kann halt hier gibt. Aber das ist ja nicht so grafisch aufwendig, also das wird es garantiert auch für die Switch geben. Ich packe euch hier natürlich wieder die Links zur PlayStation-Version, Xbox-Version, Switch-Version, Steam und so, alles in die Beschreibung. Gut, also da sterbe ich. Nee, dann bleibt mir nichts anderes übrig.
Erinnerungen enthüllt. Statue. Ah, hier, ich glaube, hier kann man klettern, so wie es aussieht. Halten? Ah. Ach, Scheiße. Ich hab zu früh losgelassen. Noch eine Erinnerung. Ist hier noch was? Nee, hier ist nichts. Da unten ist ja noch was. Das habe ich gar nicht gesehen. Da ist auch noch eine Erinnerung. Die hat sich doch eingesammelt. Ah nee, die ist hier unten auf dem Plateau.
bisschen gewöhnungsbedürftig ist, dass man die Kamera halt nicht drehen kann. Ah, jetzt kann man die Kamera drehen. Also ein süßes Spiel. Voilà. Bestimmt auch was für Susanne, da wird Susanne sich auch wieder freuen. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Susanne. Habe ich doch geahnt, dass hier auch noch eine Erinnerung versteckt ist. Rein theoretisch müsste ich alle Erinnerungen jetzt aus dem Level haben. Mit der Blume, was wir eben da gesehen haben, war das erste Level. Jetzt irgendwelche komischen Türme. Empfehlung ist das Spiel. Also ist ja auch süß. Ah, okay, der Drachen ist weg und wir müssen ihn bestimmt hier irgendwo finden dann. Aber ich würde sagen, hier machen wir erstmal einen Schlussstrich. Wir sind nämlich gleich bei 20 Minuten. Tutorial, ja. Vibration, ja. Helligkeit. Kann man einstellen. Steuerung. Ja, also ich würde sagen, das war's. Wirklich ein süßes Spiel.
richtig süßes Spiel und auf jeden Fall eine klare, eindeutige Empfehlung. Die haben auch noch andere gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Hieß das Pode? Pode hieß das, glaube ich, oder so. Da bist du so ein kleines Lichtteil irgendwie. Ach, das hat auch so einen Spaß gemacht, das Spiel. Ja, also von Pokito. Pode oder so hieß das, glaube ich. Müsste mal gucken, ich habe es bei mir im Kanal drin angezockt. Jetzt will ich mich erstmal verabschieden. Wie gesagt, ich lade so, wie ich es hier gemacht habe, für euch hoch. Werde ich nicht schneiden, ich werde kein Intro, Outro, sonst irgendwas machen, nicht rendern, damit ihr so nah wie möglich an der Qualität seid, wie ich es hier vor mir habe, auch wenn es halt so ein Spiel ist. Aber auch die Farben, wenn man das ein paar Mal rendert oder was weiß ich, dann kann es auch drunter leiden. Und ihr sollt halt so dicht wie möglich an dem Erlebnis dran sein, wie ich es hier vor mir habe. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.